Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstefan natürlich mal wieder. Und die Winterpause ist jetzt wirklich Gott sei Dank vorbei. Morgen geht's für unseren SK Sturm endlich wieder los mit dem Auswärtsspiel im wohl pickepacke voll in Schwarz-Weiß, pickepacke voll im Mattersburg im Pappelstadion. Also, es wird ein Sturm aufs Burgenland von den Sturmfans. Nicht nur billige Buspreise, auch klar, es ist einfach jeder jetzt wieder geil drauf, dass es wieder losgeht. Ihr merkt das selber so. Ihr sitzt zu Hause am Abend, ihr guckt Fernsehen, Champions League meinetwegen, aber irgendwo fehlt was, denn ganz ehrlich, Stadion kannst du mit Fernsehen nicht vergleichen. Also wenn es nach mir geht, ohne Wenn und Aber. Deswegen bin auch ich richtig, richtig geil drauf, dass es wieder losgeht. Und wir haben natürlich mit Mattersburg den, denkbar fast ungünstigsten Gegner zum Auftakt, wenn man sich die Statistik der letzten zwei Jahre ansieht. Denn da blicken wir kurz zurück. Saison 16-17, erstes Spiel nach der Winterpause. Sturm verliert in Mattersburg 0-1. Saison 17-18, erstes Spiel nach der Winterpause. Eisig kalt natürlich im Pappelstadion und Sturm verliert das Ganze am Mattersburger Eislaufplatz mit 0-1. Saison 18-19, einiges neu und ganz ehrlich, wenn es wieder eine Niederlage gibt, dann nein, Spaß. Auf jeden Fall sind wir da natürlich positiv gestimmt und wir werden da auch unser Mindset in die richtige Richtung locken. Da geht es nur drum zu gewinnen, denn wir haben mit den nächsten Gegnern LASK, Red Bull und der Wiener Austria auf jeden Fall keine leichteren Gegner auf dem Papier. Also in Mattersburg wären 3 Punkte schon richtig, richtig gut. Auch die Tabellensituation ist ja relativ eng alles. Die Konstellation lautet folgende: Sturm auf Platz 6, 7 Punkte vom 9. platzierten Mattersburg. Also ist jetzt auch nicht der Riesenabstand. Die Mattersburger vielleicht noch mit einer kleinen Chance ins Meisterschaftsplayoff reinzurutschen. Für uns geht es auf jeden Fall mal drum, unter den ersten 6 Mannschaften drin zu bleiben. Deswegen wird es auch interessant sein, welches Personal haben wir zur Verfügung in Mattersburg zum ersten Spiel. Es hat sich ja auch im Winter wieder also einiges an Spielertransfers getan. Ihr wisst ja, Peter Schul verdient seine Brötchen jetzt in Belgien beim RSC Anderlecht. Und ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Rolle von Schul, der uns definitiv abgehen wird, machen wir uns nichts vor, auszufüllen. Ich bin zum einen mal gespannt, welches System das gespielt wird. Die Auslegung dürfte nicht wahnsinnig unverändert gegenüber den letzten Herbstrunden sein. Also das heißt einfach, dass wir in erster Linie schon natürlich schauen, dass wir aus einer kompakten Defensive heraus agieren und vorne eben dann auch ja nicht nur Nadelstiche setzen, sondern eben die Torchancen, die wir haben durch schnellen Aufbau, ja, dann eben auch verwerten natürlich. Da gibt es für jede Position, außer jetzt im Tor, da ist Siebenhandel natürlich gesetzt, einige Optionen. Gehen wir davon aus, dass wir vielleicht eine Viererkette in Mattersburg sehen. Ich könnte mir aber sehr, sehr gut eine Fünferkette auch vorstellen. Da werden dann die 3 obligatorischen Innenverteidiger mit Spendlofer, Marisic und Aflonitis. Siebenhandel ohnehin im Tor. Links gehe ich mal davon aus, werden wir Schrammel sehen. Da ist Mensa sonst die Alternative, der Neuzugang aus Salzburg, teilweise im Saisonende. Auf der rechten Seite wird es wohl Fabian Koch. Im Zentrum, da könnte es schon gröbere Umstellungen geben, da eben auch Markus Lackner und Hierländer wohl definitiv fürs Spiel ausfallen werden. Ansonsten gibt es da doch die ein oder andere Option. Also ich könnte mir zum Beispiel Ivan Lubic sehr, sehr gut in der Startelf vorstellen. Gehe eigentlich fast davon aus, da ja auch Lovric jetzt so ein bisschen angeschlagen war, was ich mitbekommen habe, dass wir Lubic in der Startelf sehen werden. Juan Dominguez, der Neuzugang aus Spanien, der ist wohl auch noch kein Thema. Da haben wir allerdings natürlich auch mit einem Otaki Taischwili einen Mann, der sehr, sehr interessant gerade fürs Frühjahr sein wird. Also der kann dann offensiv vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten bekommen und dann eher so in diese Rolle des Spielmachers hineinrutschen. Könnte ich mir gut vorstellen. Auf den Flügel hast du sowieso jetzt auch mit Jakob Janscher, der wieder fit ist, eine Alternative mehr. Da haben wir von Grozurek über Husbeck, über Janscher. Hierländer fehlt uns ja leider Gottes. Schon auch die ein oder andere Alternative, auch im Sturmzentrum, heißer Kampf. Da eben zum einen der gesetzte Stürmer Esse jetzt auch wieder ein bisschen mehr Konkurrenz hat, mit dem möglicherweise wieder langsam in ein besseres Form hochkommenden Philipp Hosener. Also der hat in der Vorbereitung zumindest keine so schlechte Trefferquote gehabt. Das gleiche gilt für den jungen Neuzugang, den wir ja auch aus Empoli geholt haben, Anil Jakupovic. Also auch bei ihm bin ich sehr gespannt, wie er sich in Graz machen wird. Also Fragen über Fragen zur Aufstellung. Und ich würde sagen, ich lasse euch die einfach beantworten. Ihr schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr so glaubt. Wie wird die erste Aufstellung unserer Blackies in Mattersburg morgen aussehen?
Auf jeden Fall, ja, wird's hoffentlich ein geiles Spiel. Ich hoffe auf gutes Wetter und auf natürlich sehr viel Leidenschaft bei unseren Blackies. Und dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Also bin auch gespannt, wie viele Leute das es wirklich dann sein werden. Ich habe so die 2000er-Marke irgendwo so schon gehört. Also das wäre dann natürlich richtig, richtig geil. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich einfach morgen im Stadion beim Duell zwischen den Mattersburgern und unserem SK Sturm. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach natürlich beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die schwarzen Dämmerburschen und bis dann. Ciao, ciao.